Wir sind jetzt in der fünften Mishnah, im fünften Kapitel. Fünften Kapitel, Mishnah 4. Insgesamt gibt es sechs Kapitel. Der sechste ist später dazugefügt worden. Also wir sind schon knapp am Ende von der Serie von den Sprüchen der Väter. Und der fünfte Kapitel hat begonnen, dass mit 10 Sprüchen hat Gott die Welt erschaffen. Und dann 10 Generationen waren es von Adam bis Noach. Dann 10 Generationen von Noach bis Abraham. 10 von, um zu zeigen, wie Abraham. Und 10 Versuchungen hat Abraham bestanden. Das war die letzte Mishnah. Und jetzt kommen wir zur vierten Mishnah. Asara nisim nasu labotanu bemitzrayim. 10 Wunder wurden geschehen unseren Vätern in Ägypten und 10 am Meer. Esser makot ve'a kadosh baruch hu ala mitzrim ben mitzrayim ve'esser al hayam. 10 Schläge, 10 Plagen hat Gott auf den Ägyptern gegeben und 10 am Meer. Dann dritter Punkt. Asara nisyonot nisu avoteu tamakom baruchu bamidbar. 10 Versuchungen haben unsere Väter Gott versucht in der Wüste. Shenemar vaynasu oti ze eser peamin velo shamu bekoli. Wie es geschrieben steht, und sie haben mich versucht 10 Mal und haben mir nicht gehorcht. Wunderschöne Mishnah. Es sind 3 Abschnitte da in dieser Mishnah. Und ich will sie mit euch jetzt gemeinsam durchgehen. 10 Wunder sind geschehen unseren Vätern in Ägypten und 10 am Meer. Ja. Jetzt, was hat das jetzt mit der vorigen Mishnah zu tun? 10 Wunder, die uns in Ägypten Gott gemacht hat. Letzte Mishnah war 10 Versuchungen, hat Gott Abraham versucht und er hat alle bestanden. Das heißt, dank den 10 Versuchungen, die Abraham bestanden hat, dank dem, dass Abraham stark war und diese 10 Versuchungen bestanden hat, dank dem hat Gott 10 Wunden am Israel gegeben in Ägypten. Der geschriebene Midrasch sagt, wegen den 2 Spalten, die Abraham das Holz für das Opfer von Yitzhak gespalten hat, bei Vakatze Olad genommen und 2 Holzstücke gespaltet. Zachali Bakayam lifne bnei Israel. Deswegen ist auch das Meer gespaltet worden zum Am Israel. Weil von dem Wortschritt geschriebenen Pasuk, bei Vakatze Olad, und er spaltete das Holz für das Opfer. Und da steht geschrieben, Vaivakeu amain, vom selben Wort auch, Vaivakeu, gespaltet wurde auch das Meer. Und wenn wir sehen, bei Abraham Abinu, er hatte die Versuchungen. Auf Hebräisch Versuchungen? Nisayon. Und die Wunder, die wir gehabt haben in der Wüste, wie heißt auf Hebräisch Wunder? Nes. Nes und Nisayon, nicht nur, dass es sich sehr ähnlich anhört, es hat auch dieselbe Wurzel. Nes, Wunder, und Nisayon, Versuchung. Das heißt, mit Dank der Versuchung, die du bestanden hast, das ist etwas, was dir später bringen, dir oder deine Nachkommen später bringen wird, Wunder. Dann gab es die 10 Plagen, die 10 Schläge, die die Ägypter bekommen haben in Ägypten. Warum haben sie diese 10 Schläge bekommen? Warum gab es die 10 Wunder, die sie bekommen haben? Es ist so, dass ganz am Anfang, in der ersten Mishnah, in diesem Kapitel, 5. Kapitel, mit 10 Sprüchen hat Gott die Welt erschaffen. Und Gott sprach, es wäre Licht. Und Gott sprach. 10 Sprüche hat Gott die Welt erschaffen. Sagen unsere Weisen, dass diese 10 Sprüche, mit denen Gott die Welt erschaffen hat, das entspricht den 10 Geboten in der Tora,
wo eigentlich die ganze Tora drinnen in diesen 10 Geboten verborgen ist. In den 10 Geboten ist die ganze Tora verborgen. Es gibt Remes, es gibt Hinweise für alle Gebote in diesen 10 Geboten drinnen. Und 10 Sprüche, mit denen Gott die Welt erschaffen hat, das entspricht den 10 Geboten, die es in der Tora geschrieben steht, wo eigentlich die ganze Tora drinnen in diesen 10 Geboten inkludiert ist. Was sagt uns das? Der Prophet Jeremia sagt uns, Kapitel 33, Pasuk 25, Im lo briti yomam v'layla, chukot shamayim v'aretz lo samti. Wenn nicht mein Bündnis Tag und Nacht, so die Naturregel, chukot shamayim v'aretz, die Regel der Natur von Himmel und Erde, gebe ich nicht. Das heißt mit anderen Worten, als Gott die Welt erschaffen hat, und das muss uns wirklich klar sein, als Gott die Welt erschaffen hat, es war unter einer Bedingung. Das heißt, Gott sagt, ich erschaffe die Welt mit 10 Sprüchen unter der Bedingung, dass die Menschheit die 10 Gebote einhalten wird. Das heißt, die ganze Tora. Wenn man sich nicht mit der Tora beschäftigt oder wenn die Tora nicht eingehalten wird, so sagt Gott, gibt es keine Existenz für die Welt. Weil die ganze Existenz von der Welt ist abhängig von der Tora. Gibt es Tora, gibt es die Welt. Gibt es keine Tora, bar minan, reden wir nicht, was dazu kommen muss. Und deswegen sagt die Mishnah am Anfang, es waren 10 Generationen von Adam bis nach Noah. Das ist alles verbunden, eins mit dem anderen. 10 Sprüche, nicht eingehalten, die Tora, entsprechend dem, was sie verpflichtet sind. Das heißt, man musste nicht die ganzen 613 Gebote einhalten. Am Anfang, Adam Arishon, er war in Gan Eden, ja, als Gott ihn erschaffen hat in Gan Eden. Gott hat Adam Arishon erschaffen, er war schon in Gan Eden und steht geschrieben, und Gott hat Adam gelassen dort, Leovda ule Shomra. Den Garten zu dienen, dort zu arbeiten und zu hüten. Gan Eden, so viel ich weiß, das was mir beigebracht wurde, in Gan Eden, dort arbeitet man nicht. Leovda oder Leshomra, dort musst du arbeiten, haken, ne? Genug hier gearbeitet, noch in Gan Eden arbeiten. Das heißt, Gott hat Adam schon erschaffen und er musste schon dort arbeiten. So steht in der Tora geschrieben. Gott hat Adam gelassen in Gan Eden, damit er dort arbeitet und hütet. Das ist noch wiederum noch ein kleiner Beweis dafür, dass ohne den Worten unseren Weisen können wir die Tora gar nicht verstehen. Was heißt es, Leovda ule Shomra, zu arbeiten und zu hüten in Gan Eden? Leovda, das sind die Gebote. Arbeiten. Le Shomra zu hüten, das sind die Verbote. Welche Gebote, Verbote hat Adam schon gehabt? Er sollte sich mit der Tora beschäftigen. Die Tora war noch angegeben, ja, aber schon 974 Generationen vor der Welterschaffung hat Gott schon die Tora erschaffen. Und Adam schon sollte sich in Gan Eden mit der Tora beschäftigen. Mit den Geboten und Verboten. Eigentlich Adam schon hat nur 2 Gebote gehabt. Ein Gebot, ein Verbot. Mikol etzagan achol tochel, von jedem Baum darfst du essen, Gebot. Und mi etzada tovara, von dem Baum des Wissens darfst du nicht essen, ein Verbot. Dann später, bis Noach gab es die 7 noachischen Gebote, das ist für die ganze Menschheit. Das ist die Tora für die ganze Menschheit, 7 noachische Gebote. Und dann, ab dem Zeitpunkt, wo wir die Tora am Berg Sinai erhalten haben, so gilt für uns, für Juden, 613 Gebote. Das ist das, Briti Omam Valaila. Das ist das Bündnis, das Gott mit der Schöpfung, mit der ganzen Welt gemacht hat. Das heißt, gibt es die Tora, wenn wir am Israel einhalten die 613 Gebote? Wenn die Goyim einhalten die 7 Gebote, so existiert die Welt.
gibt es nicht, Chas v'Shalom, Tohu Vavohu, und alles geht zugrunde. Bis Noach ist es nicht gut gegangen. Jeder gemacht, was er wollte, hin, her, da, dort. Nun, das heißt, wenn die Torah nicht eingehalten wird, so wird auch nachher die Naturgesetze nicht einhalten können. Was ist dann gekommen bei Noach? Mabul, die Sintflut ist gekommen. Die ganze Welt zerstört, Tararam, alles ist finito la comedia. Dann von Noach bis Adam, bis Abraham, wiederum nicht so gut gegangen, aber dank Abraham Avinu, er war ein Zadik, und dank Abraham Avinu für die Vergangenheit sagt Gott, okay, lassen wir das so wie es ist. Und nicht nur das, lassen wir so wie es ist, sondern dann, Abraham Avinu, er hat sich nicht nur naturgemäß lauter Torah verhalten, sondern er hat sich übernatürlich in der Torah eingehalten. Das heißt, Sachen, die normalerweise natürlich kein Mensch machen würde, die 10 Versuchungen, die Abraham Avinu bestanden hat, das sind keine natürlichen Sachen. Ein Mensch auf natürliche Art und Weise kann das nicht bestehen, diese Versuchungen. Oh, Abraham Avinu macht übernatürliche Sachen. Sag Gott, weißt du was? Auch du und deine Kinder werden bekommen übernatürliche Sachen. Sachen, die ihnen, es gebührt ihnen nicht. Die haben es nicht verdient, trotzdem ich werde es ihnen geben. Eine kleine Lehre für uns. Es gibt Sachen, die wir machen müssen. Sachen, die wir machen müssen, wir halten sie ein, ist alles in Ordnung. Aber es gibt manchmal Sachen, wo du, es ist ein Bonus. Weißt du, du musst es nicht tun, aber wenn du es tust, sei dir sicher, dass Gott, dass du, er hat ein Wohlgefallen damit. Aber dieses Wohlgefallen geht nicht umsonst irgendwo hinweg, sondern das kommt nachher zurück, wenn nicht bei dir, deinen Kindern und Kindeskindern kommen zurück. Manchmal zum Beispiel, es gibt so, wenn, zum Beispiel als Beispiel, wenn jemand kommt und bittet bei dir um Entschuldigung, er hat etwas getan. Er hat etwas Schlechtes getan, er hat von dir Geld gestohlen, er kommt, gibt dir dein Geld zurück und sagt, bitte verzeih mir. Er hat dich beleidigt, bitte verzeih mir. No. Deine Pflicht, was Gott sagt, verzeihen. Sei ein guter Mensch, verzeihen. Aber manchmal gibt es Sachen, wo du nicht verzeihen musst. Wenn er zum Beispiel einen schlechten Ruf über dich verbreitet hat. Über dich und wenn es über deine Familie, umso mehr. Er kommt nachher und sagt, bitte verzeih mir. Okay, ich verzeih dir, aber geh und mach wieder den ganzen Ruf wieder gut. Geht nicht. Und in solchen Fällen musst du ihm nicht verzeihen. Musst nicht. Das ist auf natürlicher Ebene. Aber wenn du trotzdem da sagst, ja, obwohl ich nicht muss, aber ich weiß, sowohl ich als auch er, wir sind beide Gottes Kinder. Und es wird Gott ein Gefallen sein, wenn ich ihm verzeihe, obwohl du es nicht musst. Das heißt, da machst du etwas Außernatürliches, etwas über dem Natürlichen. Auch später, wenn du etwas Übernatürliches, ein Wunder brauchen wirst, auch das wird dir kommen. Und im Gegensatz dazu bei den Ägyptern, was war? Die Ägypter, die haben sich nicht eingehalten an die Regeln. Und deswegen haben sie bekommen diese 10 Plagen. Weil wegen ihnen sollte die Welt eigentlich zerstört sein. 10 Sprüche. Aber der Gott sagt, nein, ich gebe euch nur diese 10 Schläge und im Gegensatz dazu zu Am Israel war nicht bei ihnen. Das war ein Wunder, doppeltes Wunder. Sie haben gesehen, die Ägypter bekommen da die Schläge und gleichzeitig für ganz Am Israel, sie haben genossen von ihrem Leben. Wenn wir sehen aber da auch, ein bisschen genauer steht geschrieben, Asaran Nisim Naasul Avoten, 10 Wunder wurden gemacht. Unseren Vätern. Wurden gemacht. Von alleine wurden gemacht. Aber bei den Schlägen, Plägen, bei den Esser Makot, Hevia Kadosh Baruch Olam Yisrael. Gott hat gebracht auf die Ägypter 10 Plagen. Dort war es von alleine, so wie Nasu, und da hat gebracht, sagen die Kommentatoren da, dass die 10 Schläge, die Gott gebracht hat, das ist das, was sie verdient haben. Sie haben es sich verdient, diese 10 Schläge zu bekommen. Aber
bei den 10 Wundern, wir waren nicht solche große Tzadikim, um diese 10 Wunder zu bekommen, sondern Nasu, wegen euren Vater Abraham Avinu, wurde euch gemacht. Nicht ihr habt es bekommen, sondern wurde euch gemacht wegen euren Vater. Weil wirklich so große Tzadikim waren wir auch nicht dort. Es wird geschrieben bei der Meeresspaltung, das Meer wollte sich nicht spalten. Er hat gesagt, Moment, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Diese sind Götzendiener und diese sind Götzendiener. Und bis nachher Josef, das Meer, den Sarg von Josef gesehen hat und erst dann hat er sich gespaltet. Und das heißt, diese Spaltung, sagt der Midrasch, das war wegen den Verdiensten von damals, von den Vätern, Josef war Zadik, Abraham Avinu, und auch wegen dem, was später passiert, weil sie später die Tora bekommen werden. Dann, Ramban sagt, diese 10 Plagen, die 10 Schläge, die die Ägypter bekommen haben, das war eigentlich, um beizubringen den Ägyptern, das, was sie vergessen haben, das, was sie, dass es Gott gibt, dass Gott herrscht. Deswegen steht geschrieben einmal, in der Plage von den Hagel, Leman teda ki la'Hashem ha'aretz, und du sollst wissen, dass Gott die Welt gehört. Das heißt, dass Gott die Welt erschaffen hat und alles ist seins. Dann hat er bei den Arov, bei den Tieren, Leman teda ki ani Hashem bekerev ha'aretz, das ist die zweite Lehre, nicht dass es dass Gott existiert und er die Welt erschaffen hat, sondern dass er auch schaut gerade über jeden Einzelnen. Hashgacha Pratit. Er schaut über jeden einzelnen Unterschied zwischen einem und dem anderen. Und das dritte, das war schon bei den, war das auch bei dem Hagel, Ba'avurte da, ki en kamoni bacholaz, damit du weißt, dass es niemanden so wie ich gibt, das ist eine Lehre, um zu wissen, dass Gott, er ist mächtig und kann machen das, was er will. Und auch dem Arm Israel, dem Volk Israel, auch eine Lehre gewesen. Warum waren diese 10 Plagen da? Leman tesaper beozne bincha, damit du nachher deinen Kindern erzählen kannst und die später wieder die Gottesfürchtigkeit bekommen werden. Ich werde ganz schnell kurz machen, die 10 Wunder, die es am Meer gewesen sind. 10 in Ägypten, das waren die 10 Plagen. Und 10 auch am Meer. Was war dort am Meer? Das Meer hat sich gespaltet. Fertig. Wo waren dort diese 10 Wunder? Erstens ist, weil Ibakua meint, dass das Meer sich gespaltet hat. Zweitens, dass das Meer sich nicht nur gespaltet hat, sondern es war so wie ein Zelt über den Kopf. Das Wasser war, damit auch nicht die Sonne zu auf sie scheint, so wie ein Bogen über ihren Kopf, wie es geschrieben steht in Habakkuk, Nakafta bematav rosh perazav, so wie ein Öl. Dann, drittens, die Erde am Meer war ohne Gatsch. Alles war trocken und schön, dass sie dort gehen müssen. Aber von links und rechts war alles voll mit Wasser. Viertens, dieselbe Erde dort, wo das Volk Israel getreten hat, wo alles war trocken, als die Ägypter dort getreten haben, was war dort? Ist alles wieder zurück zum Gatsch, tschak, 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 wieder zum Gatsch zurückgekommen. Dann, fünftens, das Wasser, es war so, dass eigentlich das Meer geht ja in die Tiefe hinein, ja. Das heißt, sie mussten runter und nachher wieder raufgehen. Das ist ein zu langer Weg. Gott hat gemacht einen geraden Weg, dass unten auch alles war Eis. Das heißt, sie haben von unten auch gesehen, so es gibt diese Hotels auf dem Meer, 7-Sterne-Hotels, kennen Sie das? Ich kenne das nicht, aber ich habe davon gehört, es gibt, jemand hat mir eine Mail geschickt und er hat gesagt, ich lade dich ein auf ein Wochenende. War so eine Präsentation. Ich lade dich auf ein Wochenende, nimm deine Frau mit und das ist extra für euch ein kleines Geschenk. Nun, und es wird, nach ein zweites Bild kommt, ein Auto wird kommen und dich abholen. Große Limousine, wunderschön. Nun? Und nachher
Und du, es gibt dort eine schöne Aussicht. Er zeigt irgendwelche Inseln dort und hin, er nach unten. Und nachher sagt, und es wird für euch ein super Zimmer sein im Hotel auf dem Wasser. Schönes Hotel, wo man drunten auch die Fische sieht. Und es wird sein, das, und er zeigt dir, dort wirst du Platz zum Grillen haben. Und da wirst du Platz zum Grillen. Diese Präsentation, ein Bild nach dem anderen, wunderschön. Und Baruch Hashem, Gott sei Dank, ich kenne aber diese Person nicht, aber warum schon, ne? Und am Ende, sag mir bitte, ob ja oder nein. Wenn du ja, dann drück auf ja. Wenn nein, dann auf nein. Wo gehe ich hin? Ich versuche auf ja zu gehen, aber jedes Mal, wenn ich mit der Maus hingehe auf ja, es rennt, geht weg. Keine andere Wahl, drückst auf nein. Oh, schade, ich wollte dich so gerne einladen, aber... So, kurz gesagt, es war so, dass drinnen alles war glatt, alles war Eis, du hast von unten gesehen, wie die Fische schwimmen, alles wunderschön. Sechstes Wunder. Was passiert wenn, im Winter, wenn wir auf Eis gehen? Kann man da leicht gehen? Das ist, man stolpert, Eislaufen wird sein. Aber nein, es war so, dass mehrere kleine Stücke, ist es so wie Sand, Sandeis, ja? Sand aus Eis, und du gehst ganz normal, das ist zwar trocken und schön, und du siehst, alles ist durchsichtig. Dann nächstes Wunder, das Wasser, das Eis geworden, es war so stark, dass die Ägypter, für die war das nachher glatt, die sind runter, sind immer gefallen und haben sich nachher die Köpfe eingehaut. So wird es geschrieben, steht in Tehillim, Shavarta Rasheta Nenim Alamayim, du hast die Köpfe der Krokodile auf den Kopf kaputt gemacht. Das war über die Ägypter. Dann, nächstes Wunder, das Meer hat sich in 12 gespalten. Warum? Jeder Stamm in seinem eigenen Reich, in seinem eigenen Weg. Und es war so, dass das Eis war so durchsichtig, dass sie auch sich gegenseitig sehen konnten. Dann, das Wasser war, wenn jemand durstig war, er musste nehmen seinen Becher, in dieses Eis reingeben, und plötzlich kommt von dort wunderschönes, süßes Wasser. Meereswasser ist salzig, süßes Wasser. Schmeckt auch süß. Und dann, nachdem sie getrunken haben, ist es wieder zu Eis geworden. Okay, das waren die 10 Wunder, die wir am Meer bekommen haben. Dann der nächste Punkt jetzt. Asaran ist Yonot. 10 Versuchungen haben unsere Väter Gott versucht in der Wüste. 10 Versuchungen. Steht geschrieben, wie es geschrieben steht, Bamidbar 14, 22. Vaynasu oti ze'eser pe'amim. Und sie haben mich versucht 10 Mal und haben mir nicht gehorcht. Wann war das Ganze? Dieser Pasuk. Und sie haben mich 10 Mal versucht, das war die 10. Versuchung, wo das Volk Gott versucht hat, das war in der Sünde von den Spionen, als Gott, als Moschee geschickt hat, Spione, Meraglim. Dort war diese Versuchung, wo sie das 10. Mal ihn versucht haben. Und wann war das genau das mit den Spionen? Wo sie schon gereicht haben. Ab dem Auszug bis dahin schon 10 Mal Gott in Versuchung zu bringen. Das war am Tisha B'Av, 1 Jahr nach dem Auszug. Das heißt, Auszug war Monat Nisan, Yar Sivan Tammuz Av, 4 Monate, 1 Jahr und 4 Monate. Nach 1 Jahr und 4 Monaten, wo sie diese ganzen Wunder erlebt haben, wo sie gesehen haben, wie die Ägypter auf den Kopf bekommen haben, nur nach 1 Jahr und 4 Monaten haben sie es geschafft, 10 Mal Gott zu ärgern, 10 Mal Gott in Frage zu stellen. Ah, kann er das oder kann er das nicht? Zum Glück, Gott liebt uns. Und Baruch Hashem, Shtabach Shemurat, oi gewalt. Und nur nach diesen 10 Mal hat nachher Gott gesagt, aus. Genug ist genug, hat Gott gesagt. Warum? Da steht geschrieben, Bamidbar azei plupigrachem, vechol pegudachem leilchol misparchem.
40 Tage, ein Jahr ging an, 40 Jahre werdet ihr in dieser Wüste bleiben. Und all die jetzt da, alle die dort waren, alle sind nachher in der Wüste gestorben. Erst nach 10 Versuchen. Und da stellt sich die Frage, Ribono Shel Olam, das war Dordea, das war nicht, das waren keine Chicos von 2019. Das war die Generation, die miterlebt haben den Auszug aus Ägypten, die 10 Plagen, die all diese Wunder miterlebt haben, die Meeresspaltung, die auch am Berg Sinai Gott selbst persönlich gehört haben, sich offenbart hat. Und die kommen und versuchen Gott solche 10 Versuchungen. Wie ist es möglich? Nicht nur das, die Wunder, die sie bekommen haben, es waren auch zusätzliche Wunder, die eigentlich auch als Bonus waren. Zum Beispiel, Ulchol bnei Israel, lo yecheratz kelev leshono. Kein Hund hat gebellt. Bellen sollen sie bellen, die Hunde, Hauptsache sie beißen nicht. Nein, nicht einmal bellen. Lo yecheratz kelev leshono. Ui, wie kann es sein? Was hat sie dazu gebracht, so zu scheitern und 10-mal Gott in Versuchung zu bringen? Ich will einmal gehen einmal durch, ganz kurz, die 10 Versuchungen, die 10 Sachen, wo das Volk Israel Gott geärgert hat in der Wüste, um zu sehen, genau was diese 10 Sachen waren. Der Talmud, Erchin, Seite 15a, steht geschrieben. Tanya Amar Rebbe Yehuda, Rebbe Yehuda sagt, Esser Nisyonot Nisu Avotenu Lakadosh Baruch Hu. 10 Versuchungen hat das Volk Israel Gott versucht. Schneim Bayam, 2 waren auf dem Meer. Schneim Bamaim, 2 mit dem Wasser. Schneim Baman, 2 beim Manna. Schneim Baslav, 2 am Slav. Und 1, Echad Baegel, eines in dem Kalb. Wer hat mit Bar Paran und eines in der Wüste in Paran? Schneim Bayam, 2 am Meer. Steht eines beim Reingehen und eines beim Rausgehen. Beim Reingehen ins Meer, die stehen jetzt vor dem Meer. Okay, war eine Situation, eine ängstliche Situation. Die sehen, die Ägypter sind hinter ihnen. Sie stehen jetzt vor dem Meer, rundherum Wüste. Und was sagen sie zu Moshe Rabbeinu? Sie kommen und schreien Moshe Rabbeinu an. Moshe, Amibli en Kvarim ben Mitzrayim lekachtan ramut ben Midbar? Sagt, gibt es nicht genug Gräber in Ägypten, dass du nimmst uns raus, damit wir hier in der Wüste sterben? Wofür hast du uns rausgebracht? Das heißt, du siehst, Moment, bis jetzt habt ihr gesehen, wie Gott mit euch war. Wo ein bisschen, schaut ein bisschen, zumindest weißt du, ja, du hast Fragen. Aber frag Respekt von Moshe Rabbeinu, was können wir machen? Bitte hilf uns, bete an Gott. Nein, hey, was ist, haben die Blinken, waren immer mit rein, gibt es keine Gräber in Ägypten? Oi wei, oi wei. Und bis nachher Gott sagt, Mati Zakelai, was schreist du zu mir? Da bere Elam, wie ich sah, rede mit dem Volk und geht's vorne und alles wird gut sein, bis nach Shomayin Adab. Das Meer hat sich gespaltet. Baalia, dann beim Rausgehen, die zweite Versuchung, wo sie Gott versucht haben. Ihr habt schon gesehen, das Meer hat sich gespaltet. Diese 10 Wunder, die wir vorher aufgezählt haben. 10 Wunder am Meer selbst habt ihr schon gesehen. Beim Rausgehen, übrigens da beim Rausgehen auch, die sind von dort rausgegangen, auch mit großer Beute. Mit all dem Gold, Schmuck, was die Ägypter mit sich genommen haben. Es war noch mehr als das, was sie von Ägypten mitgenommen haben. Vayasa Moshe, und Moshe hat sie rausgebracht vom Meer, weil sie wollten noch Sachen nehmen dort. Aber ihr kommt schon raus, sie wollten nicht rausgehen, aus einem zusätzlichen Grund. Talmud Psachim 118. Israel, Shebeoto Ador, Mikatne Amanayu, sie hatten wenig Glaube gehabt am Israel. Wie? Nach all diesen Wundern. Katne Amanah, sie hatten einen Mangel an ihrem Glauben. Sie sagen, Moment, lieber Gott, wir haben Angst, jetzt rauszugehen. Wer weiß, vielleicht, wenn wir jetzt von dieser Seite rausgehen vom Meer, vielleicht kommen die Ägypter von der anderen Seite, vielleicht auch denen hast du ein Wunder gemacht oder es war irgendein Naturereignis
Und die sind vielleicht von dort rausgekommen und die werden uns vielleicht was antun. Aber Susne Rochvor Amabayam, Gott hat sowohl die Pferde als sie reingebracht ins Wasser. Was hat Gott nachher gesagt? Er hat den Engel vom Meer gesagt, weißt du was? Spuck bitte die Ägypter bitte raus. Die sind schon tot. Spuck sie raus, damit das Volk Israel sieht jetzt, dass die Ägypter endgültig vernichtet sind. Damit sie keine Angst haben. Sagt der Meeresengel, sagt Ribono Shel Olam, kann es sein, dass jemand jemandem ein Geschenk gibt und es nachher wieder zurückgibt? Du hast mir diese Leichen geschenkt. Die Fische haben Hunger, die wollen was essen. Und jetzt, wenn du sie jetzt das wieder rausnimmst, sagt er, kein Problem, die werden nachher wieder zurück sein, aber du wirst um ein und ein halb mehr zurückbekommen. Wann? Das war bei Sisra. Bei Sisra, dort gibt es eine Berechnung, der Talmud sagt, da waren 600, 600 Rechenbach, 600 Kutschen waren da beim Auszug aus Ägypten, bei den Ägyptern. Und bei Sisra waren 900 Kutschen, die dort auch im Meer versunken sind. Zweimal im Meer. Ihr habt schon die Wunder gesehen. Was? Warum? Na, kann man nichts machen. Katnermana. Drittens, in Mara. Mara, Vayavou Marata velo yachlu lishtot. Sie kommen zu einem Platz, das heißt Mara, und das Wasser dort war bitter, sie konnten es nicht trinken. Und auch da, Vayilonu al Moshe, sie schreien Moshe an. Moshe, wo ist Wasser? Was sollen wir jetzt sterben? Rashi bringt und sagt, sie sind nicht schön zu Moshe Rabbeinu gekommen. Moshe, wir sind durstig. Bitte bete für uns für Wasser. Sondern die sind gekommen mit frecher Stirn. Moshe, an den angeschrieben. Auch da, sie zeigen, dass sie einen Mangel an dem Glauben haben. Wieder Versuchung Gott. Kann uns jetzt Gott Wasser geben oder nicht? Dann in Refidim, auch da. Vayachanu b'Refidim, ve'en mayim lishtot, auch dort war kein Wasser. Und wieder, vayare ma'am Moshe, und das Volk streitete mit Moshe. Bis nachher Moshe kommt und sagt, Materevuni Madi, was streitet sie mit mir? Mater Nasunet Hashem, und was versucht ihr Gott? Seht ihr nicht, dass Gott mit euch ist? Er gibt euch alles. Keine Ahnung, das ist so wie, du kommst in ein Hotel, 5-Sterne-Hotel, alles ist Essen, ist Glattkosche, alles vorbereitet. Aber es gibt Zeiten, von wann bis wann Frühstück ist, von wann bis wann Mittagessen ist. Mittagessen beginnt um 12, der Chico kommt um 10. Hallo, ich will essen, wo ist das Essen? Moment, Junam, alles gibt seine Zeit, jede Sache zu seinem Zeitpunkt. Langsam, langsam, Step by Step. Oje, 5. Versuchung. Mann, oje. Mann, wir bekommen das Mann. Du isst jeden Geschmack, den du im Mund haben willst. Aber auch da, Gott sagt, Ish al yoter mimenu ad boker. Jeder soll nehmen einen Omer pro Kopf. Das heißt, 1 Kilo 600. Ja? Kilo 600 pro Kopf, nimm nach Hause. Nimm nicht mehr und nimm nicht weniger, weil egal wie viel du nimmst, am Ende zu Hause wird sein Kilo 600 pro Kopf. Aber es waren Leute, die gierig sind, mit großen Augen. Und er hatte 2 Kinder, aber 20, 30 Omer. Warum? Nimm genug, so viel du brauchst. Auch da manchmal siehst du, gibt es Shabbaton und so, man muss essen, wo man nimmt, Brit oder Bar Mitzvah. Man nimmt, jeder nimmt auf seinen Teller ein bisschen, wie viel man essen will. Gibt es Leute, die machen so voll, 10% davon isst er. Für was? Warum so, solche großen Augen, so gierig zu sein? Immer ein bisschen für Mut. Und auch der Gott sagt, nimm nicht mehr das, was für dich kommen soll, das wirst du bekommen. Übrigens, ich sage nebenbei, dasselbe gilt auch für uns heute, 2019. Gott sagt dir, arbeite diese Stunden, die du arbeiten musst. Arbeite die Tage, die du arbeiten musst. Aber es gibt Tage, wo du nicht arbeiten darfst. Shabbat zum Beispiel. Es gibt Stunden, wo du nicht arbeiten sollst. Schiur zum Beispiel. Und Gott sagt, keine Angst. Das, was du bekommen sollst, das wirst du bekommen. Aber wenn ich jetzt nicht gehe, Gott verspricht dir, umso mehr, wenn es
auf Kosten von Schabbat kommt, auf Kosten von Schiur kommt, gibt es keine Bracha, gibt es keinen Segen. So wie beim Mann, ich al yoter menu ad boker. Und Gott sagt, okay, ihr habt es genommen, aber für morgen nichts übrig lassen. Das, was du heute gegessen hast, ist heute fertig. Und was war dann? Velo Shamuel Moshe, sie haben nicht Moshe gehört, Vayotiru Anashim Mimeno Ad Boker. Und Leute haben für morgen früh, wer weiß, vielleicht morgen werde ich nichts bekommen. Und Leute haben ein bisschen auf die Seite gelegt für morgen, den Mann. Was ist passiert nachher? Vayarum Tolaim, alles ist voll mit Würmer geworden. Für was? Gott sagt dir, lass nichts übrig. Und du lässt übrig. Versuchen. Der nächste. Dann, das habe ich jetzt auch schon erwähnt. Vayomer Moshe, ich lu ayom. Ki Shabbat ayom lashem. Ayom lo timzau basade. Den Mann soll sie heute nehmen und heute essen am Shabbat, weil heute gibt es keinen Mann am Shabbat. Man durfte nicht am Shabbat rausgehen und diesen Mann suchen. Am Freitag bekommst du doppelte Portion. Aber was ist passiert? Und es war am siebten Tag am Shabbat. Es sind vom Volk rausgegangen, um zu ernten diesen Mann und haben nichts gefunden. Übrigens, wie viele waren das? Zwei Leute waren das. Datan war Aviram. Diese zwei Chicos, die Moshe sikiert haben, die ganzen 40 Jahre. Nur diese zwei haben diese Probleme gemacht. Und dann sagt Adanam, Lishmor Mitzvotai Vetoratai, wie lange noch habt ihr noch den Zweifel, um meine Gebote einzuhalten? Ich bin ja mit euch, ihr seht mich ja Step by Step schon die ganze Zeit. Dann zwei beim Slav. Was war das Slav? Leute haben sich beschwert. Sicher Bucharen war das. Ah, wie viel kann man Mann essen? Wir wollen Fleisch auch ein bisschen. Ohne Fleisch geht nicht, wir wollen auch Fleisch. Und das war, wann war das? Das war genau ein Monat nach dem Auszug. Ein Monat, ihr bekommt das beste Essen, das es gibt. Du kannst im Mund jeden Geschmack haben. Jeden Geschmack, den du willst, du genießt. Und davon, es gibt kein WC danach. Und trotzdem, sie beschweren sich, Moment, aber in Ägypten, wir haben dort Rotakoi-Fleisch gegessen, wir haben so viel dort Jizbiz gemacht. Wow! In Usbekistan war so und so, okay? Kennst du das, ne? Oi! Vayilonu kol adar bnei Israel! Wir haben sich beschwert. Miten mutenu bead Hashem ben Mitzrayim. Oi! Hätte Gott uns lieber in Ägypten getötet. Dort beschifteno al Zira Basar, dort wo wir gesessen sind an dem Topf mit Fleisch. Dort haben wir Fleisch gegessen. Welches Fleisch? Man hat dort euch geschlagen, dort habt ihr nichts zum Essen gehabt. Nein, dort wollten Fleisch. Und auch da, was war? Sie haben gesagt, okay, Gott hat uns Mann gegeben. Gott gibt uns in der Wüste Wasser. Aber kann er auch Fleisch geben? Zusätzlich? Und dieser Slav, der Talmud erklärt, Slav, das waren kleine Vögel, so ein Fleisch. Und man hat diesen kleinen Vogel, hat man in einem Ofen gebacken, ist nachher im Ofen groß geworden. Und wenn du hast genommen diesen Fleisch von diesem einen Vogel, von diesem Slav, hast du gelegt auf 13 Brotstücke. Ja, normalerweise du isst ja, mit Brot, um den Fett von dem Fleisch ein bisschen zu verringern. Und all diese 13, die waren so mit dem Fett und mit dem Geschmack von Fleisch in sich war drinnen, den 13. konnte man nicht so alleine essen, sondern nur zusätzlich mit Brot und andere Sachen. Wenn du nimmst heute Lammkoteletts, ja, das Weiße dort, gebratene, ja, Fett, das kannst du nicht so, du musst mit Brot essen, ja? Und dort, das 13. Brot konntest du nicht so essen, sondern nur mit was anderem. Dann, die zweite Versuchung beim Slav war, dort wo sie nachher einen Weg von 3 Tagen innerhalb eines Tages gehen mussten, auch da, weil hier haben, kemit ohne ihn, das Volk hat sich beschwert.
Miachelenu Basar, warum haben wir kein Fleisch? Und wir wollen auch Fleisch essen. Wo? Und nachher sagt Gott, okay, wisst ihr was? Die werden bekommen nicht einen Tag, nicht zwei Tage, bis es aus ihrer Nase rauskommt. Einen ganzen Monat werden sie Fleisch bekommen und sollen sie nachher mit diesem Fleisch. Und sie nachher gestorben dort, Kivrotatava war das. Dann die neunte Versuchung, das war die Sünde mit dem goldenen Kalb. Moshe Rabbeinu geht rauf, um die Torah zu bekommen. Ihr habt jetzt gerade vor kurzem, 40 Tage habt ihr gehört, Gottes Stimme, die mit euch geredet hat. Aber Moshe hat sich verspätet, nein, tut mir leid, okay, lass, geht, wo seid ihr? Und dann, die zehnte und letzte Versuchung, das war, als Moshe Rabbeinu die Spione geschickt haben, sie sind gekommen und gesehen dort Riesen und Beerdigungen und das ganze Volk hat geweint, oh, warum sind wir aus Ägypten rausgekommen, wären wir lieber dort geblieben. Ihr seht so viele Wunder und du siehst zehn solche, das sind wirklich schlimme, starke Versuchungen. Wenn wir dort wären, vielleicht wären wir noch schlimmer als die, ja, aber logisch gesehen, du siehst, 10 solche starke Versuchungen, aber für wen? Für jemanden, der so viele Wunder miterlebt hat und so viel Gutes von Gott bekommen hat. Wie sind sie überhaupt zu dem einen Punkt gekommen? Woran sind sie gescheitert, dass sie dazu gekommen sind, solche 10 Versuchungen zu kommen, Gott in Frage zu stellen? Es gibt einen Punkt. Und den einen Punkt, den einen Fehler, den einen Mangel, den unsere Väter damals gehabt haben und eigentlich den auch wir heutzutage haben. Und dieser eine Mangel, ein einziger Mangel, das zu all dem gebracht hat, dass sie so waren, wie sie waren, dass sie so Gott in Zweifel gestellt haben, in Frage gestellt haben, trotz all den Wundern. Was war dieser eine Mangel, dieser eine Punkt? Das war, hat Moshe Rabbeinu kurz bevor er stirbt, er hat uns die Torah gegeben. Er hat uns 40 Jahre lang die mündliche Torah beigebracht in der Wüste. Und kurz bevor er stirbt, er spricht sein Testament an dem ganzen Volk. Was war sein Testament? Sein Testament, und dort spricht er über diesen einen Punkt. Eigentlich, er sollte uns geben, das wichtigste Gebot. Oder irgendetwas, was mit dem, schaut, dass ihr damit weiterkommt und das wird euch helfen. Er gibt uns den einen Punkt und sagt, pass auf, diesen einen Mangel haben eure Vorväter gehabt. Schaut, dass ihr daran arbeitet, diesen Mangel nicht zu haben. Was war das? Ich lese euch vor. Wo war das? Moment einmal. In Parashat Haazinu. Parashat Haazinu. Dort. Haazinu Hashamayim v'adabera. V'tishma ha'aretz imrefi. Himmel und Erde soll hören. Und nachher beginnt Moshe Rabbeinu mit seinen letzten Worten. Und der Prophet Ishayahu zitiert auch seine Worte und sagt ihm nachher. Banim gidalti veromamti v'empashubi. Ich habe Kinder großgezogen. Und die Kinder sind gegen mich gegangen. Yada shor koneu vachamor ebus be'alam. Der Stier kennt seinen Herrn. Und der Esel, chamor ebus be'alam, sein Herr ist dort, wo derjenige dem Essen gibt. Stier und Esel, sie kennen ihren Herrn. Sie wissen, wer sie füttert, wer auf sie aufpasst. Israel lo yada. Ami loid bonan, mein Volk weiß es nicht und mein Volk, sie achten nicht darauf. Was? Dieser eine Punkt redet da der Prophet Ishayahu und Moshe Rabbeinu am Ende, das ist mit einem Wort Undankbarkeit. Wenn jemand, du bekommst etwas Gutes von Gott oder egal von nicht von jemandem, und du hast nicht diese Eigenschaft der Dankbarkeit. Zu schätzen, er hat dir was Gutes gemacht. Schätze es.
Schätze es. Sei dankbar für dem, was er dir gemacht hat. Aber wenn du, er hat dir gemacht, alles, was er gemacht hat, hat er für sich gemacht. Von diesen Undankbarkeit. Kfiut Tova heißt das auf Hebräisch. Kfiut Tova. Wenn jemand das Gute verbirgt. Jemand hat dir etwas Gutes gemacht. Du darfst in deinem ganzen Leben das nicht vergessen. Und je mehr du darauf achtest, sogar Kleinigkeiten dankbar zu sein und zu schätzen, sogar diese Kleinigkeiten, dann wirst du nicht zu diesem einen Punkt kommen. Und das war dieser Mangel von unseren Vätern und unter uns auch unser Mangel bis zum heutigen Tage. Undankbarkeit. Nicht zu schätzen das Gute, das dir jemand gemacht hat. Die Tora lernt uns nicht nur mit Menschen. Sogar den Tieren darfst du ihr Gutes nicht vergessen. Es wird geschrieben, Kol nevela lo tochel. Wenn du jetzt ein Tier geschlachtet hast, um es koscher zu essen, passiert unkoscher rausgekommen. Es wird geschrieben, Kol nevela lo tochel, la kelef tashlichun oto. Gibt es den Hund? Warum sollen wir es den Hund geben? Warum soll der Hund fressen, das was wir nicht essen dürfen? Warum? Weil damals, als ihr aus Ägypten ausgezogen seid, die Hunde haben nicht gebellt, sie haben geschwiegen, sie haben euch frei laufen lassen. Sie müssen ihre Belohnung bekommen. Sagt die Tora, den Hunden gibt das unkoschere Fleisch, gibt es den Hunden. La kelef tashlichun oto. Warum? Du musst dankbar sein. Du musst denen, den Hunden, dankbar sein, für den, dass sie damals nicht gebellt haben. Umso mehr, eigentlich die ganze Tora ist, aber umso mehr. Eltern haben dich auf die Welt gebracht. Du musst dankbar sein. Jede Sache, du hast bekommen was zum Essen. Du hast bekommen irgendetwas. Es ist nicht selbstverständlich. Zwischen Kindern und Eltern, zwischen Ehepaare, Mann und Frau, Frau und Mann. Du hast von deinem Ehepartner etwas bekommen. Ist nicht selbstverständlich. Ja, sie macht es, aber das ist nicht selbstverständlich. Sei dankbar. Sag danke, danke, dass du das gemacht hast. Danke, dass du mir dies gegeben hast. Und mit der Dankbarkeit, jemand, der mit Rasch sagt, wenn jemand vergisst das Gute, das der Mensch ihm gemacht hat, am Ende wird er auch vergessen das Gute, was Gott ihm gemacht hat. Bis er nachher dazu kommen wird, Götzen zu dienen. Es beginnt mit dem, das ist eigentlich die Wurzel, das ist der Anfang, der Kern von all diesen Problemen, von all den Sünden, die es gibt. Wenn du nicht schätzt und nicht dankbar bist für das Gute, das du bekommen hast. Und eigentlich das ist diese ganze Mishnah, die große Lehre von dieser ganzen Mishnah. Gott soll uns geben Kraft, dass wir niemals vergessen das Gute. Und immer schätzen jede Kleinigkeit. Und wenn du so siehst, es gibt keine Kleinigkeiten. Jede Kleinigkeit hat auch einen großen Wert. Und